Hallo VfL-Mitglieder, mein Name ist Michael Wernemann, ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder und wohne seit meiner Geburt in Bad Rothenfelde. Ich bin langjähriges Mitglied im Verein, besitze eine lebenslange Dauerkarte und besuche seit über 40 Jahren die Spiele des VfL, wann immer ich kann. Von Beruf bin ich gelernter Hotelfachmann und Betriebswirt für Hotel- und Gaststättenwesen und seit 14 Jahren selbstständig in der Gastronomie. In meinem Heimatverein SV Bad Rothenfelde war ich als aktiver Spieler, Trainer und im Vorstand ehrenamtlich aktiv und wurde zum Ehrenamtskreissieger Osnabrück-Land gewählt. Ich hatte immer viel Freude und Spaß bei der Durchführung von Fußball-Events aller Art. Die persönliche Kommunikation mit allen Verantwortlichen, den Sponsoren, den Fans liegt mir sehr am Herzen. Meine erste Bewerbung 2014 musste ich aus familiären Gründen leider niederlegen. Jetzt bin ich bereit, Verantwortung für unseren VfL zu übernehmen. Mein oberstes Ziel ist es, die Region Osnabrück wieder für den VfL zurückzugewinnen. Der Besuch des Stadions muss wieder ein Erlebnis werden. Verbesserungen im Bereich der Zuschauerzahlen oder des Caterings sind da nur zwei Beispiele. Klare Ziele müssen formuliert werden, an denen sich die sportliche Leitung und auch die wirtschaftliche Führung zu richten haben. Die Verbesserung der Kommunikation muss in allen Bereichen gewährleistet werden. Wir müssen nicht nur hart arbeiten, sondern wir müssen mehr investieren als alle anderen. Dann wird sich der Erfolg auch beim VfL wieder einstellen. Deswegen kandidiere ich zum Amt des Vizepräsidenten auf der Jahreshauptversammlung und würde mich freuen, Ihre Unterstützung zu bekommen. Vielen Dank.